Willkommen in der Open-OLAT-Akademie zum Thema Kommunikationswerkzeuge. In Open-OLAT gibt es neben der direkten Kommunikation auch viele asynchrone Kommunikationsmöglichkeiten. Wir sehen uns speziell die Mitteilungen an Kursteilnehmer an. Eine der Hauptherausforderungen im Online-Unterricht ist für Unterrichtende eine gelingende Kommunikation mit den Lernenden. Während Online-Meetings besteht die Möglichkeit zu direktem Dialog, also synchrone Kommunikation. Dieses Video zeigt Ihnen, welche ergänzenden Möglichkeiten unsere Lernplattform mit dem Kursbaustein Mitteilungen bietet. Sind Sie Kursautor, können Sie einen Kursbaustein Mitteilungen in das Kursmenü einfügen. Damit wird den Unterrichtenden die Möglichkeit gegeben, unkompliziert an alle Kursteilnehmer dieses Kurses eine Mitteilung zu verschicken. Der Nutzen dieses Kursbausteins? Die Empfänger sind so schon klar vordefiniert, nämlich alle Teilnehmer dieses Kurses, und es wird niemand vergessen, auch wenn es Änderungen bei den Kursmitgliedern gibt. Der Menüpunkt ist für Lernende und Unterrichtende vorhanden. Wenn Sie als Betreuer eingeloggt sind, haben Sie aber eine andere Funktion, wenn Sie diesen Menüpunkt anklicken. Als Betreuer können Sie hier Mitteilungen erstellen, die Lernenden können hier nur die von Ihnen erstellten Mitteilungen lesen. Als Mitteilung können Sie entweder nur einen kurzen Infotext erstellen oder umfangreichere Infos, auch mit angehängten Dateien. Während der Erstellung einer Mitteilung können Sie definieren, an welche Empfänger die Mail gehen soll. Standardmäßig werden Mitteilungen auch automatisch zu den Abonnements der Kursteilnehmer hinzugefügt. Lernende und Betreuer können Mitteilungen dann jederzeit im persönlichen Menü auch unter Abonnements einsehen. Diese Option kann aber vom Kursautor ausgeschaltet werden. In diesem Fall können oder müssen Kursbesucher die Mitteilungen manuell abonnieren. Die Anzahl der angezeigten Mitteilungen kann vom Kursautor eingestellt werden. Ebenso die Dauer, für die eine Mitteilung angezeigt wird. Das dämmt die Mitteilungsflut ein. Bei reduzierter Anzahl als Voreinstellung müssen Sie als Unterrichtender aber daran denken, dass eventuell eine ältere Mitteilung nicht mehr sofort sichtbar ist. Der Kursbaustein Mitteilungen hat gegenüber anderen Mails zum einen den Vorteil, dass der Empfängerkreis vom Autor in der Konfiguration bestimmt werden kann. Standardmäßig gehen Mitteilungen an die Mitglieder des aktuellen Kurses. Gibt es Änderungen bei den Kursmitgliedern, wird das in Mitteilungen automatisch berücksichtigt. Zum anderen bleiben die Mitteilungen im Unterschied zur Mail als Texte im Kurs erhalten und können, je nach Einstellung, auch später noch nachgelesen werden. Im Kursbaustein Mail finden Sie dagegen eine Art allgemeines Kontaktformular, in dem Mails an definierbare Empfängergruppen verschickt werden können. Weil dies mit dem Open-OLAT-Mail-System geschieht, können Sie in die Mails auch Variablen einfügen und zum Beispiel für die Anrede auf die Vor- und Nachnamen der Kursteilnehmer zurückgreifen. Ein Element mit ähnlichen Funktionen wie der Kursbaustein-Mitteilungen findet man auch in der Toolbar. Es handelt sich um die Teilnehmerinfos. Teilnehmende können die Infos abonnieren und so benachrichtigt werden, wenn es neue Informationen gibt. Anders als im Kursbaustein können hier jedoch keine weiteren Konfigurationen vorgenommen werden.